So, du bist eingedrungen. Du scheinst irgendwelche Internetprobleme zu haben. Hast du Internetfragen? Musst du Internetfragen? Nee, das macht, ist irgendwie nur bei Technik lustig. Falls jemand weiß, wovon ich rede. Ihr habt ja wohl alle mal die Saturn-Werbung gesehen. Das scheint ja noch nicht ganz so viel zu sein. Habe ich echt schon kein Holz mehr? Haben wir noch Holz irgendwo? Du hast Hai gesagt. Oder warst du es gar nicht? Wer war es dann? Wer du? Holz holen, das müssen wir jetzt tun. Und ich weiß, das ist ein Scheiß, aber das ist mir jetzt ganz gleich. Gleis? Ja, es heißt Gleis. Nein, es heißt gleich. Nein, bei mir heißt es Gleis, weil sonst reimt sich's nicht. Wer bist du eigentlich? Ich bin deine zweite Persönlichkeit, weißt du. Oh Gott. Kannst du gehen? Nein. Mist. Der braucht diese zwei Persönlichkeiten, die immer mal auftauchen. Hab ich überhaupt noch Platz? Nein, hab ich nicht. Was werf ich mal weg? Zwei Bögen? Wofür brauche ich zwei Bögen? Naja, das ist jetzt auch egal. Ich würde sagen, ich werf mal. Komm, die Kohle. 64 Kohleerz. Die werfe ich mal hier unten rein. Eingedrungen? Es gibt zwei von dir. Bro, was ist denn hier los? Du stehst in deiner zweiten Persönlichkeit. Ich sag doch, es gibt zwei von dir. Schrankdruck. Das will ich sehen. Den zweiten DK. Der war es wahrscheinlich, der Hai geschrieben hat. War ich verdammt noch eins. Bist du sicher? Jetzt bin ich geflohen jetzt. Jetzt ist er geflohen. Ich wollte ihn sehen. Oh Mann, warum lädt er hier nicht? In Star Wars. Weil er nicht lädt. Und jetzt bist du nochmal geflohen. Da war ich dreimal da. Okay, ich nehme erstmal die Axt. Verdammte Axt. Kannst du echt rausziehen, du bist. Ja. Kannst du tun, musst du aber nicht. Und nun sehen Sie die wundersame Welt des Könnens, aber nicht Müssens. Die gar nicht so wundersam ist, sondern eher albern. So, da haben wir Holz. Aber das reicht uns auch nicht, deswegen nehmen wir nochmal Holz. Was kannst du das Holz bei mir oben auch abholzen? Brauchst du da oben kein Holz mehr? Ja. Das ist bedenklich. Aber nur gut. Ja, ich bin wieder eingedrungen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Der Leo hat ja jetzt einen neuen Server. Und ich denke mal, diese Folge, wenn die rauskommt, dann hat er bestimmt schon wieder einen neuen.
Insofern können wir auch eigentlich jetzt die IP verraten, weil mittlerweile müsst ihr die schon lange veröffentlicht haben. Was kann ich denn mal dir in die Kiste schmeißen? Komm, ich geb dir Kobbel. Nehmen wir mal die Freiheit, kurz deinen Ofen, obwohl nee. Sonst habe ich ja noch ein Item-Stack mehr im Inventar und das brauche ich gerade überhaupt nicht. Ja, ich nehme die Axt. Ich nehme die verdammte Axt. Die Birken lasse ich mal stehen, die brauche ich gerade gar nicht. Hey, guck mal, da hoch. Wie sieht es denn aus? Ja. Es sieht aus wie ein Klotz aus Kobbel. Was es auch ist. Ah ja, so sieht die Monsterfalle also von hier aus. Die mache ich auch nochmal schöner. Das ist ja Schweinerei hier. So ein halber Baum, den wollen wir nicht haben. Warum ein halber Baum? Keine Ahnung, aus irgendeinem Grund fehlen die Blätter an einer Seite. Kannst du mal auf der anderen Seite gucken? Ist ein Bug. Wir sind, glaube ich, Baumrassisten. Wir wollen nur eine gewisse Art Bäume. Warum? Die halben Bäume wollen wir nicht. Also sind wir Baumrassisten. Ich dachte, das ist ein Feld. Ja, eben. Der soll nicht in unserer Landschaft fehlen und deswegen sind wir Baumrassisten. Auch schön zu sehen, dass hier unsere Basis ein bisschen rauslugt. Aber egal, hier kommt auch eh nie jemand hin. Der ist reich an Vitaminen. Ach. Ist das eigentlich immer noch so, dass wenn man Notch töten würde, rein theoretisch, dass der dann einen Apfel droppt? War ja irgendwie so, hat er irgendwie eingestellt, wenn Notch halt getötet wird, dann droppt er halt das Inventar und einen Apfel. Das war aber nur damals, als Äpfel noch nie an jedem Baum wuchsen. Also als sie noch selten waren. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist heute. Also wenn man gerade am Verhungern ist und Notch in der Nähe ist. Ja. Aber Notch ist gewöhnlich nicht so häufig auf unserer Welt. Alter, steht er noch. Weißt du? Hallo Notch! Achso, du heißt jetzt Mozart. Ja. So, nehmen wir mal die Kohle hier und wir schaffen uns jetzt eine Menge Kohle. Und ein bisschen Lapis. Falsche Spitzhacke. Über 64 Lapis allein aus 8 Blöcken. Auf in die seltenen Erze. Der Mozart hat aber auch einen super Namen. Ja. So. Das. Du behandelst sie auch damit. Kohle? Ja. Ja. Bist jetzt auch noch kohlesüchtig. Tja, ich bin halt geldgeil. Da brauche ich eine Menge Kohle.
Also was hätte es uns gebracht, hier in Blöcken abzubauen? Baust du nicht gleich damit ab? Weil, wenn ich Minen gehe, ich nicht so viel im Inventar haben will. Es ist nämlich wesentlich weniger im Inventar, wenn man die Kohle in Blöcken mitbringt. Das kapier ich jetzt nicht. Warum? Was braucht wohl weniger Inventarplatz? 64 Blöcke Kohle? Oder das gleiche in Kohle-Items mit dieser Spitzhacke? Achso. Ich meine, wir haben daraus jetzt fast zwei Stacks bekommen. Also wäre es doch wohl... Zwei Stacks sind gewöhnlich mehr als einer. Ja. Wann sind sie denn weniger als einer, zwei Stacks? Gar nicht. Deswegen sage ich es ja auch gewöhnlich, wenn es nicht plötzlich durch ein komisches Update anders sein sollte. Dass man einen Stack zu 100 stapeln, dann zu 1000 stapeln kann und dann zwei noch plötzlich nur noch zu 64. Andererseits, wenn du gerade zufällig zwei Stacks Kohle brauchst, aber sie nicht hast, dann hast du, wenn du einen Stack hast, mehr als wenn du zwei. Schnell ich jetzt nicht. Ja. Ach so. Kannst du mir mal erklären, was du meinst? Also wenn dir ein Stack fehlt, dann hast du immer noch mehr, als wenn dir zwei Stacks fehlen. Ja, egal. Ja, das ist doch eine gute Ausbeute. Und unsere arme Holzkohle hier bleibt ein bisschen allein. Ja. Aber die will eh keiner. Helmut Kohl aus Holz, wo bist du eigentlich gerade? So, aus drei Blöcken Redstone einfach mal 15 Dinger bekommen. Und damit haben wir jetzt 1, 2, 3, achso, hier sind immer 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23 volle Stacks Redstone! Und noch 4 Einer. Oh. Rechne mal aus, wie viel das sind, warte. Dann kommen wir auf 1476 Redstones. Und das habe ich ganz klar im Kopf ausgerechnet jetzt. Ist nicht so, dass hier ein Taschenrechner in meiner Hand ist. Mit dem ich gerade an seinen Bildschirm geschlagen habe. Ich glaube, ich weiß, was der Zombie ist. Geh mal da runter. Da runter. Ja. Nein, hier nicht. Nein, in dem gibt es doch diesen einen Ruheraum hier. Ah. Ist der nicht eigentlich ausgeleuchtet? Hallo? Ist ganz hier eine. Nee. Ist hier irgendwo. Hallo? Irgendjemand? Zu dunkel, wohl bemerkt. Hier ist er irgendwo. Das spüre ich. Ja, du spürst es. Er befindet sich irgendwo. Auf dieser Welt. Nee, wirklich. Ich dachte, er befindet sich nicht auf dieser Welt. Das kann natürlich auch sein. Er kann sich natürlich auch hier in Star Wars verstecken, weißt du?